Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen hier einmal wieder zurück zu Autobahn Polizei Simulator 2. Es geht weiter. Wir fahren mal wieder hier von unserer Heimstation in Nissen auf und warten entweder A auf den Funkspruch zum Einsatz oder B auf eine zufällige Kontrolle, die wir starten werden, über unseren Polizeiinstinkt. Und wir haben mal wieder einen interessanten Ort entdeckt. Wie immer. Da hat scheinbar was Illegales dabei. Machen wir hier Verkehrsmessung. Ach, wisst ihr was? Scheiß auf die Verkehrsmessung. Wir halten ihn. Nee, komm, ja, oder. Ich will es auch nicht ausschalten. Verkehrsmessung. Hat angeblich kein Ziel. Finde ich gut. An alle Einsatzwagen. Schwerer Unfall. Ein Holztransporter hat Teile seiner Ladung verloren. Das Resultat ist ein Auffahrunfall. Es ist noch nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Wer kann übernehmen? Haben wir schon in der Story gemacht, meine Damen und Herren. Machen wir also hier jetzt nicht nochmal. Wir gucken mal, was es mit dem Fahrzeug hier aus sich hat. Oh, jetzt gibt aber Gas, jetzt gibt er Gas, jetzt gibt er aber ja richtig Gas. Menschenskind. Jo, ich würde auch so schnell wechseln. km/h, naja. Wir halten ihn einfach mal an, Matrixanzeige. Oder wenn es geht, bevor ja noch was ist. Genau. Es knirscht und knallt. Hallo. Sie sind Ihrem Vordermann zu dicht aufgefahren. Dazu werde ich mich lieber nicht äußern. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue Sie mir direkt mal an. So, wechseln. Er hat Kennzeichen. Passt überein. Der Trooper passt überein. Das Modell passt zum Modell. Engine-Scanner. Der TÜV zum TÜV. Jo, der Name zum Namen. Fahrzeugklasse. Oh, er darf das Fahrzeug nicht fortbewegen. Interessant. Und der Fahrer zum Fahrer. Haben Sie etwas getrunken? Ich habe natürlich nichts getrunken. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Klammern wir den jetzt erstmal. Ich komme gleich auf. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Profil ist in Ordnung. Blinker geht, Fahrtlicht geht. Ist auch in Ordnung. Was haben wir denn hier hinten drin? Kein verdächtiger Gegenstand. Gegenstand nicht verdächtig. Gegenstand illegal. Aha, da hat einer. Ein bisschen Marihuana dabei. Interessant, da sagen wir noch nichts dazu. Marihuana. Ja, noch ein illegalen Gegenstand. Das ist ja mal ganz interessant. Ich hätte gern das Warndreieck, die Herrschaften. So. Ihr Verbandskasten ist nicht vorhanden. Ach, das ist mir jetzt aber unangenehm. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Drogen? Ich doch nicht. Erweiterte Pupillen der Testperson deuten auf Drogen hin. Es muss kein Drogen, wow, falsche Diagnose. Festnehmen. Ich muss Sie mitnehmen. Bitte steigen Sie aus Ihrem Fahrzeug. Gut, eine falsche Drogendiagnose gestellt, der Rest hat gepasst.
So. Ich hätte jetzt gedacht, er hat halt auch konsumiert, bis auf die Pupillen. Wäre mir jetzt auf die Schnelle auch nichts eingefallen. Ups. Entschuldigung. Gut, sind unsere Fahrzeuge. Ah, von daher. So. Dann passt das hier wiederum auch. Und Hans, wir können weiterfahren. Aber bis jetzt keine Grafikfehler. Also das haben die Jungs anscheinend doch gut gefixt. Was mich wiederum sehr erfreut. Wer weiß, was es war. So. Wir haben mal wieder einen interessanten Ort entdeckt. Ist ja nicht mehr feierlich hier, sagen wir. Weil ja angeblich wieder kein Ziel im Visier. Immer noch kein Ziel, dann halten wir halt nochmal Abstand. Haben wir jetzt ein Ziel im Visier? Na ja, gut, dann halten wir es halt einfach so an, ist mir auch egal. Ach, ja. So. Einen wunderschönen guten Tag. Sie sind zu schnell gefahren. Etwas schnell war ich schon, aber das war doch noch im Rahmen, oder? Nö. Sie sind Ihrem Vordermann zu dicht aufgefahren. Ach, das war doch noch im Rahmen. Dokumente. Zeigen Sie mir bitte Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir mal an. Haben wir wieder so einen Trooper. Haben wir wieder ein Nummernschild. Ist soweit alles okay. TÜV ist in Ordnung. Hans hält. Das passt. Fahrzeugklasse ist auch nicht korrekt. Und der Name passt. Gut. Passgebild passt. Haben Sie etwas getrunken? Ich habe natürlich nichts getrunken. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Natürlich nicht. Würde ich nie machen. So. Na dann. Ich komme gleich auf Sie zurück. Ja. Eigentlich wollte ich mir mal das Reifen. Hä? Was geht denn jetzt ab? Hallo. Profil, ja. Ist ja noch minimal verschoben. Ich komme gleich auf Sie zurück. Okay. Kann das hier nicht kontrollieren. Gegenstand ist nicht verdächtig. Aber schon wieder. Alter. Was sind das ja alles hier? Die haben ja alle krass. Ja, kann ich nicht kontrollieren. Kriege ich das Ding da hinten auf? Das wäre sehr schön. Ja, nicht nur, dass der erste Hilfekasten fehlt. Das ist schon mal richtig. Ne. Ah, die Kiste geht auch auf, oder? Nochmal groß, ich sag mal. Was ist denn hier los? Ihr Verbandskasten. Ich weiß auch nicht, wo der ist.
Hier. Ich muss Sie mitnehmen. Bitte steigen Sie aus Ihrem Fahrzeug. Fälschlicherweise einen Drogentest veranlasst. Habe ich nicht. Haben einen Drogenschnelltest gemacht. Das kann ja nun nicht so schlecht gewesen sein, oder? Das sieht zwar sehr gut aus, aber dadurch, dass der LKW hier steht, komme ich nicht mehr an mein Auto. So, danke. Muss halt das Auto erst noch weiter auf die Straße drücken, dass der LKW halt wieder wegfährt. Ist halt heutzutage so. So. Dann geht der wieder in den Knast rein. Sehr schön. Und dann hätten wir das da auch. Ja, da würde ich gern. Hallo? Ja. Da machst du. Nein. Machst du einmal bitte. Dankeschön. Das war gar nicht so schwer. Ich gehe mal hier an meinen wundervollen Arbeitsplatz. Wir haben schon wieder 18 Uhr. Ein Wahnsinn. Gucken wir mal, was wir hier noch so aufrüsten können. Gerade hier so an unseren Fahrzeugen. Wir könnten noch ein Leistungsupdate nehmen. Mobile Blitzer. Stell diese Blitzer an geeigneten Stellen auf und sammle kostbare Einflusspunkte. Mache ich. Zwei mobile Blitzer. Was kostet der ganze Spaß hier? 10.000. Wartezeit um 10 Sekunden. Verlängert die Dauer um 5 Sekunden. Dass wir billig schneller laufen können, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Helikopter Landeplatz. Durch den Landeplatz hält die Polizei einfach einen Helikopter. Dieser kann dir bei manchen Missionen helfen. Kostet aber gleich mal 20.000. Ich würde ja noch den mobilen Blitzer 2 aufstellen. Das ist schon mal sehr gut. So, ich denke mal, jetzt haben wir die mobilen Blitzer 2 auch. Ja, wir sind auf jeden Fall nochmal deutlich fixer unterwegs. Jetzt kommt dann nur so die Frage, wo haben wir die Blitzer? Haben wir die dabei? Oder sind die nur hier drin? Ach, die sind hier drin. Sehr schön. Na, fahren wir halt mit der Karre. Also nur die Frage, wo stellen wir die auf? Wir fahren jetzt einfach mal hier auf der Autobahn raus. Ich habe jetzt mal die übelst gute Idee. Ohne Witz. Ich weiß nicht, aber mal gucken, ob wir die halt selber einstellen können. Aber, warte mal, hier sind 100. An alle Einsatzwagen, schwerer Unfall. Ein Holztransporter hat Teile seiner Ladung verloren. Warte mal, Signale? Nee, keine Signale. Das Resultat ist ein Auffahrunfall. Es ist noch nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Wer kann übernehmen? Also bin mal kurz gespannt. Warte mal, F. Naja. Jetzt habe ich die in der Folie, was ja alles schön. Uiuiui. Nur, wie setze ich die oder stelle ich die jetzt auf? Kann ich die überhaupt hier aufstellen?
So, in der Folie. Und außerhalb vom Spiel geklickt, weil das so gut ist. Hier haben wir jetzt hin. Ja, vielleicht nicht hier, vielleicht gucken wir mal woanders. Die muss es ja, irgendwo muss es ja gehen. Aber wenn ich hier, wo dann? Ich meine, hier ist Tunnel. Ich meine, Tunnel würde es ja eigentlich am meisten Sinn machen, aber... Oder wir müssen... Das Ganze so ein bisschen auf der Wiese mäßig. Zivilstreife gehen sollte, brauchen wir einen Ersatz. Wer kann das übernehmen? Och, jedes Mal klickst du dich außerhalb vom Spiel hier. Hä, wo zur Hölle? Ich bin ja eh der Meinung hier, dass das hier irgendwie was fehlt oder so, aber... Nö, hier schon mal nicht. Hier komme ich nicht lang. Keine Ahnung. Müssen wir mal in der nächsten Folge sehen, Freunde. Wir sind erstmal fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Däumle da lassen nicht vergessen. Bis dann, haut rein. Tschüss.